Guten Morgen. Schön, dass ihr alle zu diesem besonderen Gottesdienst gekommen seid. Ganz ehrlich, wer hat noch so Gänsehaut von dem Video bekommen? Ich habe es schon zum 10. Mal gesehen, aber bin immer noch so berührt davon. Heute soll es ja um Identität gehen. Sorry. Um das Thema. Ich glaube, den Notenständer. Nochmal, heute soll es ja um das Thema Identität gehen. Und wir als Jugend dachten uns, dass es halt ein Thema ist, das ja nie an Aktualität verliert. Und wir haben das Thema Identität, wozu, wohin, woher, wozu und wohin genannt. Weil es ein Woher gibt, von dem wir alle kommen. Es gibt auch ein Wozu, das für das Gott uns bestimmt hat. Und es gibt ein Wohin, an dem Gott unsere Identität offenbart hat. Und in einer Welt, in der gesagt wird, dass wir alles sein können, hat Gott eine ganz klare Meinung dazu, wer wir sind, wer du sein kannst und wer du bist. Und Christoph Hens wird uns gleich mehr dazu sagen. Ich bin mega gespannt und das könnt ihr auch sein. Vielen Dank an dich schon mal, Christoph. Wir werden jetzt ein paar neue Lieder singen, die das Musikteam extra für uns fleißig eingeübt hat. Ich denke, das hat einen kleinen Applaus verdient. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch super gerne zu den Liedern aufstehen, weil wir denken, dass wir dadurch eine ehrfürchtigere Haltung zu Gott einnehmen. Ihr müsst es natürlich nicht. Ihr müsst es so machen, wie ihr euch wohlfühlt. Genießt es. Und bevor es weiter im Programm geht, möchte ich noch mal kurz mit uns beten. Danke, Vater, dass du uns diese Möglichkeit gibst, diesen Gottesdienst auch zu feiern und zu gestalten. Danke für alle, die sich mit ihren ganz unterschiedlichen Talenten dafür eingesetzt haben. Gemeinsam wollen wir dir die Ehre geben, denn dir allein gebührt die Ehre. Herr, es ist so eine Freude, dir zu dienen, aber ich möchte dich auch darum bitten, dass du unsere Herzen durch diesen Gottesdienst näher zu dir ziehst und uns einfach veränderst. Ja, bitte sprich auch zu uns durch dein Wort und auch durch Christoph und leg ihm einfach die Worte in den Mund, die du auch zu uns sagen möchtest. Herr, zeig uns unsere Identität und ja, erneuer uns immer wieder darin und erinnere uns auch immer wieder, was unsere Identität ist. Herr, ich bete auch für all die Menschen da draußen in der Welt, die nicht wissen, was oder wer sie definiert. Bitte begegne du ihnen in deiner großen Liebe und erneuer sie in ihrer Identität. Amen.
Morgen. Ich mache es ganz kurz, aber ich habe eine wichtige Info heute Morgen. Und zwar haben wir ja am kommenden Sonntag wieder hier im gemeindlichen Zentrum einen Dorfgottesdienst, zu dem wir ganz herzlich einladen. Bringt noch Freunde mit und Bekannte. Der Saal ist ja noch größer. Dort wollen wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Wir haben auch Einladungen vorbereitet, die kommen in der kommenden Woche oder morgen schon. Und die wollen wir dann auch im Laufe der Woche hier in Lixfeld verteilen. Wer da mithelfen möchte, der kann sich hinten auf einer Liste eintragen. Da sind die Straßen also aufgeführt. Schreibt einfach euren Namen dahinter und dann, wenn da jeder mithilft, dann ist das schnell gemacht. Ja, da wollen wir auch Gott feiern, die gute Botschaft hören und wir hoffen darauf, dass auch viele sich hier aus dem Dorf einladen lassen, die sonst nicht in die Kirchen und Gemeinden gehen. Und im Anschluss an diesen Gottesdienst heute laden wir noch ein zum gemeinsamen Waffelessen draußen im Foyer. Ja, das nächste Lied ist auch ein neues Stück und ich habe halt schon überlegt, aber dieser ergreifende Songtext spricht über das Gefühl von Gott gesehen und geliebt zu werden, unabhängig von unseren Fehlern und Schwächen. Und die kraftvollen Worte dieses Liedes laden uns alle ein, sich in Gottes Gegenwart zu vertiefen und seine bedingungslose Liebe zu spüren, der mich sieht. Du sahst mich längst, als ich noch nicht war. In deinem Buch stand schon jeder Tag. Niemand sonst kennt mich so wie du. Wohin ich auch gehe, folgt mir deine Hand. Du bist nicht fern, du bist immer nah. Du findest mich, egal wie weit ich laufe. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hast deine Augen stets auf mich gerichtet. Deine Gnade findet mich.
das nächste wird bekannter sein. Ihr dürft gerne alle mit und laut singen und bekräftigen. Ja, ich lese aus Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Auch ihr habt an diesem Leben teil. In der Vergangenheit wart ihr tot, denn ihr wart Gott ungehorsam und habt gesündigt. Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und euch jener Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft über diese Welt ausübt. Sie wirkt noch jetzt als Geist der Verführung in den Menschen, die sich Gott nicht unterstellen. So wie sie haben wir alle früher gelebt. Wir haben uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen und getan,
was unsere Triebe und Sinne verlangten. Darum waren wir, wie alle anderen Menschen, nach unserer ganzen Wesensart dem Strafgericht Gottes verfallen. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot, aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. In den kommenden Zeiten soll das enthüllt werden. Dann soll der unendliche Reichtum seiner Gnade sichtbar werden. Die Liebe, die Gott uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat uns sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Das sage ich jedes Mal von der Predigt. Man könnte ja sagen, es passt nicht zum Jugendgottesdienst. Doch, weil wir sind darauf angewiesen. A, auf die Gnade, dass das, was gesagt wird, nicht nur in die Ohren geht, sondern in die Herzen. Und dass ein Friede da ist, dass ich hören kann, dass ich hier bin, egal was die Woche hinter mir gebracht hat oder was die Woche vor mir bringen wird. Und deshalb sage ich das vorher und auch an diesem Tag ganz bewusst, dass wir nämlich auf beides angewiesen sind, damit wir nicht so gehen, wie wir gekommen sind. Identität, woher, wozu, wohin? Ihr habt mir eben ein Dankeschön gegeben und ich habe so zusammen zu Hause mit Iris auch mal darüber gesprochen und die sagten, boah, dass sie dich einladen für den Jugendgottesdienst. Völlig andere Generation. Von daher danke euch, dass ihr mir das Vertrauen gebt, zu dem Thema etwas euch zu sagen oder uns allen auch mitzugeben. Identität, woher, wozu, wohin. Bevor wir auf dieses woher, wozu, wohin kommen, habe ich so gemerkt bei der Vorbereitung, es bleibt ein kleiner Anfahrtsweg. Und ich hoffe, dass ihr in den mitgeht, wenn es um dieses Thema Identität geht, nämlich die Frage ist, wer bin ich eigentlich? Da geht es ja drum. Bevor es um woher, wozu, wohin, erstmal die Frage, wer bin ich denn? Und dann, wenn ich gefragt werde, wer bist du? Ja, ich bin Christoph. Oder ich bin der Mann von, oder die Tochter, der Sohn oder wie auch immer. Das heißt, wir identifizieren uns ganz oft über den Namen. Und wenn wir in eine Verkehrskontrolle kommen, dann heißt es Fahrzeugschein, Führerschein, Personalausweis. Und da steht dann alles drin, Größe, Gewicht nicht, aber Augenfarbe. Also die Frage ist aber, wenn auch Leute mit mir zu tun haben und die werden gefragt, wer ist das denn eigentlich? Können die sagen, wer ich bin? Ich glaube, dass das nicht die Frage letztendlich beantwortet. Jetzt möchte ich einen ganz kurzen geschichtlichen Schwenk machen. Geht ihn mit. Wir sind Kinder nach der Aufklärung. Und das hat ganz viel was mit diesem Thema zu tun. Aufklärung so, sagen wir, Mitte 17. Jahrhundert bis Ende 18. Jahrhundert. Und in dieser Aufklärungszeit hat sich etwas verändert. Nämlich hat man der Mensch sich vorher als ein Teil des Ganzen verstanden, so wurde er immer mehr ein Individuum. Also Vernunft, Ratio, alles, was ich erklären kann, kann sein, alles, was ich mir nicht erklären kann, kann nicht sein. Daher kommt das Ganze und auch das Thema Identität, dass der Mensch nämlich angefangen hat, selbst zu forschen, wer bin ich eigentlich? Und das macht sich durch ganz viele Worte bemerkbar. Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung, Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung. Das heißt, das Selbst, also ich will mich entfalten, ich muss ein Bewusstsein dafür entwickeln, wer bin ich denn? Eine Selbstbestimmung und Selbstbestimmung, es gibt ja ein neues Gesetz, ich weiß nicht, wer es von euch weiß, das Selbstbestimmungsgesetz, bis dahin gehen, dass man heute einmal im Jahr bestimmen kann, welches Geschlecht man denn sein möchte.
ab 5 Jahren, soweit ich weiß, mit Einstimmung der Eltern und ab 14 ohne. Also Selbstbestimmung. Aber kann ich das? Kann ich sagen, wer ich bin? Meine These ist, aus uns heraus können wir keine Antwort finden auf die Frage, wer bin ich? Und unterstützend ist es, dass wir heute Morgen darüber reden. Könnten wir das, brauchten wir nicht darüber zu sprechen. Das heißt, aus mir heraus kann ich es nicht, also muss ich irgendwo Informationen herbekommen. Das ist die zweite Möglichkeit, nämlich, dass ich sage, ich bin, was andere von mir denken. Kennt ihr das? Das Problem ist aber, was denkt denn der andere von mir? Wenn ihr durch Lixfeld geht, ich lasse mal die sozialen Medien mal völlig außen vor, wenn ihr durch Lixfeld geht und fragt hier der Hens da, der Pastor von der FEG, was sind das für einer? Ja, ist die Frage, an wen trefft ihr da? Der eine sagt, oh, mit dem kannst du was anfangen und den anderen kannst du vergessen. Wenn ich das bin, was andere von mir sagen, ist die Frage, wann bin ich denn was? Die Frage, wer bin ich, bleibt. Oder aber es kann sogar so sein, dass ich, was ich denke, also ich bin, was ich denke, was andere von mir denken. Das passiert ganz oft. Nicht so offensichtlich. Aber da kommt der eine vorbei und hat so einen schiefen Blick drauf und ich denke, dass der von mir denkt, ich bin ein wie auch immer. Und ihr merkt, auch da, das passiert. Oder aber, ich denke von mir, was ich von mir denke. Ja, das sind wir schon mal bei mir, das ist schon mal nicht schlecht. Aber die Frage ist auch, an welchem Tag erwischt ihr mich und fragt mich das? Was denkst du denn von dir? Gibt es Tage, an denen ich gut drauf bin? Hey, cool. Es gibt Tage, wo ich sage, mich kannst du mit einem Wischmopp wegwischen. Feierabend, ich habe keinen Bock mehr. Und ihr merkt, es ist auch so, andere, wenn ich die frage, sie sagen unterschiedliche Sachen über mich und manchmal ist es auch so, dass ich mich über das definiere, was ich tue. Wer bist du denn? Ja, ich bin Pastor. Interessanterweise ist es immer mit Iris. Wenn wir, also hier jetzt nicht mehr so, aber als wir dann in der Gemeinde vorher vorgestellt worden sind, ja, das ist unser Pastor und das ist seine Frau. Also Definition, Pastors Frau, wo blieb sie? Keine Ahnung. Also über das, was ich tue. Die Frage ist aber, wenn das, was ich tue, nicht mehr da ist, wer bin ich denn dann? Und viele merken das, wenn Dinge wegbrechen. Ob es die Kinder sind, die aus dem Haus sind, ob es die Berufszeit, die zu Ende geht, ob es die Schulzeit, die zu Ende geht, ist. Alles das sind Sachen, Umbrüche, wo ich ganz neu mal herausfinden muss, was passiert hier eigentlich? Und da auch meine These, andere geben unterschiedliche Antworten auf die Fragen, wer bin ich? Das heißt, aus mir selbst heraus kann ich es nicht beantworten, sonst lesen wir nicht hier. Wenn wir jeden einander fragen, was denkst du über ihn oder sie, dann kommen unterschiedliche Meinungen zusammen. Das heißt, die Frage bleibt unbeantwortet. Und jetzt kommen wir so langsam auf dieses Zielgerade, nämlich wenn es nicht ich selbst bin, wenn es nicht der oder die andere ist, die etwas von mir sagen kann, dann muss ich auf eine Quelle zurückgreifen, wo ich wirklich verlässliche Informationen habe. Und das ist für mich Jesus und die Bibel. Das, was ich jetzt hier euch zeige und auch noch mal ein bisschen sage, das ist vielen von uns bekannt. Ich möchte trotzdem, dass ihr euch das noch mal auf der Zunge zergehen lasst, was Gott über dich sagt. Unter anderem, es gibt ganz, ganz viele andere Stellen auch. Gott sagt, du bist ein geliebter Mensch. Ohne Wenn und Aber. Allein dieser Satz ist etwas, was wir Menschen anders erleben. Und deshalb die Frage, stimmt das wirklich? Du bist ein geliebter Mensch ohne Wenn und Aber, du bist geschätzt. Wenn andere sagen, mit dem kannst du nichts anfangen, dann sagt Gott, hey, darum geht mir es nicht. Sondern du als Mensch, unabhängig dessen, was du getan hast, tun wirst oder tun willst, bist ein von Gott geschätzter Mensch und wertvoll. Und da bin ich bei den sozialen Medien.
je nachdem, wo ihr da unterwegs seid, ist es ganz schwierig, manchmal Dinge zu lesen, die andere über einen selbst sagen. Da hat es mit Wertschätzung nichts zu tun. Da werden Menschen niedergemacht. Und weil wir das erleben, legen wir das oft auf Gott an. Gott sagt aber was anderes, du bist wertgeachtet. Und du bist ein einmaliger Mensch. Dich gibt es nicht noch einmal auf dieser Welt. Selbst zweieinige Zwillinge sind einmalig. Jeder für sich. Einmalig heißt, das, was du bist und entdecken sollst, da kommen wir gleich noch drauf, das ist etwas, was niemand anderes leben kann. Weil du ein Unikat bist. Und das, was Gott in dich hineingelegt hat, das soll herauskommen. Wie hört sich das an? Bekannt. Ich meine so innerlich. Du bist geliebt, du bist geschätzt, du bist wertgeachtet, du bist einmalig und du bist wichtig. Und es kommt noch besser. Nichts, was du tust, nichts, was du getan hast und nichts, was du tun wirst, kann das aus Jesus Sicht ändern. Glaubst du das? Das ist unglaublich, oder? Wir sitzen hier wahrscheinlich und viele von euch haben das schon 100 oder 1000 Mal gehört und sagen, das stimmt. Das geht dann hier so ab Kinnlade aufwärts. Das stimmt. Und hier machen wir vielleicht ganz andere Erfahrungen. Die Erfahrung nämlich, dass so ein Restzweifel bleibt. Was ist denn, wenn ich das und das gemacht habe? Bin ich dann immer noch bei Gott geliebt? Und dieser Restzweifel kommt daher, wenn man in die Bibel reinschaut, dass der Mensch irgendwann gedacht hat, du Gott, das kriege ich alles ohne dich auf die Reihe. Auch die Frage, wer bin ich denn? Und wenn man auf die ersten Seiten der Bibel geht, dann hat der Mensch gesagt, dich brauche ich nicht, Gott. Und diese Frage, die dargestellt wurde, diese Antwort oder diese Frage, auf die der Mensch da auf den Leim gegangen ist, sollte Gott gesagt haben, ist genau das, was du und ich noch in uns tragen. Ob ich Christ bin oder nicht, ein Restzweifel ist immer noch da, wo jemand andocken kann. Und deshalb hören wir das, erleben es auch, aber können es nicht speichern. Es ist immer manchmal ein Hin und Her. Aber nichts, was du tust oder getan hast, kann das ändern, wie Jesus dich sieht. Und das sind vier Dinge oder fünf Dinge, die wir sehen. Wie sieht Jesus mich denn? Identität, woher komme ich? Ich habe gerade von diesem Restzweifel gesprochen. Das ist die Bibel sagt, der natürliche Mensch, also ein Mensch, der geboren wird, der groß wird, der nicht unbedingt von Jesus hört oder mit Jesus was zu tun haben will, das ist dieser natürliche Mensch. Und dieser natürliche Mensch ist ein Mensch, der letzten Endes selbstbestimmt leben will. Und Paulus, vielleicht habt ihr das noch in Hör, was Julia gelesen hat, sagt da ein Wort, das ziemlich krass ist. Der sagt, wir waren alle tot. Nun sitzen wir alle hier und leben. Wir waren alle tot. Aber es ist ein Zustand. Und einer sagt, Mensch, pass mal auf, ich kann viel machen. Ich mache auch viel. Ethisch, moralisch bin ich echt gut unterwegs. Was ist denn damit? Das Problem ist aber, dass ein ethisch-moralisches Leben nichts an meinem Zustand ändert. Es ändert vielleicht an dem Zustand des anderen was, wo ich Gutes tue. Und Leute, ich bin froh für jeden, der Gutes tut. Aber dem eigentlichen Urzustand ändert es nichts. Weil dieser Urzustand zurückgeht auf das, was Gott und ich miteinander haben. Und dann sagt Paulus, der Mensch ist tot. Anderes Wort ist verloren. Wir haben ein Auto und ich habe einen Autoschlüssel. Wenn ich diesen Autoschlüssel irgendwo verliere, ist und bleibt es ein Autoschlüssel. Das Problem ist aber, das Auto startet nicht mehr. Das heißt, die Funktion, die dieser Autoschlüssel hat, die ist noch da, aber beides kommt nicht zusammen. Und deshalb ist er verloren. Also für den Zweck, für den er gemacht worden ist,
kann ich ihn nicht mehr verwenden. Und das ist im Grunde genommen der Zustand, den der Mensch hat, dieses Woher komme ich als Mensch? Per se, sagt Paulus, seid ihr in diesem Zustand, verloren sein. Und er begründet es damit, so folgten wir dem, was die menschliche Natur von uns verlangte und dem, was wir erkennen konnten. Was die menschliche Natur von uns verlangte und was wir erkennen konnten. Und wenn ihr jetzt mal versucht, euch die Zeit, in der wir augenblicklich leben, so punktuell mit Beispielen mal vor Augen zu führen, dann merkt ihr, was Paulus hier meint. Es gibt ein Wort dafür. Zeitgeist. Das, was dran ist, wird gelebt. Das, wonach mir die Finger jucken, wird gemacht. Und dann merken wir, wir sind eigentlich keine freien Menschen. Entweder oder. Und Paulus sagt, da kommst du her. Woher komme ich? Du lebst als Mensch im Grunde genommen das, was der Zeitgeist vorgibt. Und da sagt er, da ist keiner, egal wo er herkommt, egal was er macht, egal welcher Kirche oder Gemeinde er angehört, per se nicht davon betroffen. Das ist es Woher. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und was ist es? Also ihr dürft ruhig sagen, was es ist. Ein Glas. Genau. Jetzt habe ich euch noch ein Glas mitgebracht. Was ist das denn? Marmeladenglas. So, jetzt frage ich euch, wieso ist das eine ein Glas und das andere ein Marmeladenglas? Weil Marmelade drin ist. Eigentlich müsste man sagen, das sind beides mal Gläser. Das eine ist leer und das andere ist mit Marmelade gefüllt. Identität ist Glas. Interessanterweise ist es aber so, dass der Inhalt plötzlich den Namen vorgibt. Das heißt, nicht das Gefäß sagt, ich bin das und das, sondern dadurch, was drin ist, wird etwas definiert, bekommt etwas eine Identität. Deshalb Marmeladenglas und nicht nur Glas. Und wenn ich das auf Menschen beziehe, dann ist es im Grunde genommen genau das Gleiche. Der Inhalt bestimmt meine Identität. Das, was in mir drin ist. Und nicht das, was andere sagen oder was ich von mir selbst sage. Die Identität habe ich durch das, was in mir ist. Und da hat Paulus gesagt, Leute, ihr wisst, da kommen wir her, aber es hat sich was verändert. Und das ist es wozu. Wozu bin ich auf dieser Welt? Paulus sagt, damit die Identität von dem geklärt wird, der in dir ist. Und dazu muss ich mich von Jesus finden lassen. Dazu muss ich mich von Jesus finden lassen. Das heißt, vielleicht kann das ja auch sein, an diesem Gottesdienst heute Morgen, du bist hierher gekommen, hast gedacht, na gut, höre ich mir mal an. Und plötzlich merkst du, da ist jemand, der klopft bei dir an und sagt, hey, pass mal auf, das, was jetzt du da hörst, das ist für dich. Bist vielleicht mit mir unterwegs gewesen oder gar nicht oder was weiß ich. Dann hör mal genau hin. Sich von Jesus finden lassen, das ist das Vorrangige, um was es geht. Dass ich wieder zu Jesus finde, weil er sich auf die Suche nach mir gemacht hat. Das Zweite ist, wenn das denn so passiert, das haben wir eben gelesen, dann ist Christus in mir. Hört sich jetzt völlig schräg an, aber da, wo ein Mensch zum Glauben kommt, bekommt er den sogenannten Heiligen Geist. Das heißt, Dinge, die Christus wichtig sind, werden mir durch diesen Geist Gottes auch wichtig. Der Inhalt bestimmt meine Identität. Und das geht dann so weit, dass eine grundsätzliche Veränderung passiert ist. Ich stoße das nur mal an, vorher ohne Gott Sünder. Ja, Leute, ich betrüge nicht, ich habe noch keinen umgebracht. Ich bin noch kein Sünder. Sünde heißt,
nicht das, was ich tue, sondern wie mein Verhältnis zu Gott ist. Und Sünde beschreibt die Bibel als eine Teilnahmslosigkeit Gottes gegenüber. Nicht das, was ich tue. Das sind die Taten, die daraus erfolgen. Aber es geht um den Zustand. Und jetzt heilig. Heilig heißt biblischen Sinne, für Gott zur Verfügung stehend. Das ist der Unterschied. Vorher verloren, jetzt wiedergefunden, das habe ich eben gesagt, vorher arm dran, nicht alle sind arm dran, aber im Grunde genommen, wenn es um das Heute, Hier und Jetzt und auch um die Zukunft geht, dann sagt die Bibel, du bist als Kind Gottes reich beschenkt, weil Gott mit dir noch etwas vorhat. Vorher Geschöpf Gottes, jetzt sein Kind. Das bedeutet Christus in mir. Nun können wir sagen, das ist theologisches Gefasel. Ne? Vorher, nachher. Hat das irgendeine Auswirkung? Hans-Peter Reuer hat mal ein Beispiel gebracht und das möchte ich jetzt mal sagen. Der sagt, er war ja lauter vom Tauernhof in Österreich und hatte auch eine Kollegin, die sozusagen die Besucher in Empfang nahm. Das heißt, wenn die Leute zu dem kamen, dann sind die zu dieser Frau gegangen, haben sich angemeldet, dann ist die mit ihm ins Büro von dem Herrn Reuer und dann haben die miteinander gesprochen oder was auch immer das Anliegen war. Sagt er, das hat jeder gemacht, aber meine Tochter, 10-jährig, wenn die von der Schule kam, dann ist die in dieses Vorzimmer, hat gesagt, hallo Anna, so hieß die Frau, ist dann zu ihm ins Zimmer, hat sich auf den Schoß gesetzt und hat gesagt, hallo Papa. Was hat sie so handeln lassen? Sie wusste, wer sie war. Sie wusste, es war die Tochter von ihrem Papa. Und deshalb ist sie schnurstracks durch. Und das, was ich jetzt hier einmal versucht habe zu skizzieren, heißt, dass dieser neue Inhalt hat Auswirkungen auf dein Leben. In Bezug auf Gott, in Bezug auf andere und auch in Bezug auf mich selbst. Es hat Auswirkungen, so wie die Kleine da durchmarschiert ist und hat sich hingesetzt und hat, hier bin ich. So wird das, was in dir ist, wenn du zu Jesus gefunden hast, auch eine Identität weiterentwickeln, nämlich die, die Jesus hat, die Jesus in dich hineingelegt hat und um die es geht. Epheser 2, Vers 10, ihr habt diesen Bibelvers, ich habe ihn nochmal in einer anderen Übersetzung. In Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, damit wir unser Leben gestalten. Wozu sind wir da? Wenn ich das ernst nehme, heißt das im Grunde genommen, erstens, es wird wichtig, was Jesus sagt und nicht, was der Mainstream sagt. Es ist wichtig, was er von mir sagt, über mich und auch von mir will. Und wenn ich einfach nur mal einen Satz von Jesus nehme, und das macht es deutlich, dass es wirklich Sinn macht. Jesus hat mal gesagt in der Bergpredigt, behandelt die Menschen so, wie ihr behandelt werden wollt. Nehmt nur mal diesen Satz und versucht ihn mal zu leben. Dann merkt ihr, das würde sich völlig verändern, oder? Und er will durch dich, wenn du zu Jesus findest, deine Identität in ihm findest, will er durch dich den anderen ein Stück von sich selbst zeigen. Merkt ihr, was das für eine Ehre ist? Ist doch cool, oder? Und er fragt dich, willst du es auch? Weil er dich nicht übergeht, weil er mich nicht übergeht. Jesus kann von dir nicht enttäuscht werden, weil er sich sonst vorher in dir getäuscht haben müsste. Dieser Satz ist so wichtig, weil all das, was ich eben gesagt habe, uns Menschen erreicht und wir merken, wir bleiben oftmals dahinter zurück und fragen uns, Jesus, habe ich dich nicht da und da enttäuscht? Und ich habe diesen Satz bei der Vorbereitung gefunden und ich fand ihn so cool. Du kannst als Mensch Jesus nicht enttäuschen. Wenn du ihn enttäuschen könntest, hätte er sich vorher täuschen müssen. Und das tut er nicht.
weil er weiß, wer du bist. Weil er weiß, was du für eine Identität hast, ein Gottesmeisterstück. Und das will er anderen zeigen. Er will es sichtbar werden lassen. Wenn einer ein Meisterstück gemacht hat, dann steht das irgendwo meistens nicht irgendeinem Schrank, sondern in der Vitrine. Die Leute, die kommen, die gucken sich das an. Zeit mit ihm verbringen hilft, in dir zu festigen, wer du bist und wozu du da bist. Weil, das habe ich eben gesagt, dieser Restzweifel hat ja einen Ursprung. Heute darf man das nicht mehr sagen, aber ich sage es trotzdem, es gibt den Teufel, es gibt das Böse. Und der will genau deine Identität verwässern, indem er sagt, definier dich über das, was andere von dir sagen oder was weiß ich, was wir eben hatten. Und deshalb ist es gut, auch Leute zu haben, die mit dir auf dem Weg sind, sich mit denen zu treffen und nochmal auch miteinander klarzukriegen, wer bin ich eigentlich. Das stärkt meine Identität, weil Jesus mir sagen kann, wer ich bin. Und stell die Fragen, die dir wichtig sind. Auch was heute Morgen angeht. Ich habe euch ganz viel gesagt und eine Sache kommt leider noch. Aber wenn ihr Fragen habt, nehmt sie nicht mit, lasst sie hier. Und wenn ihr völlig anderer Meinung seid, lasst uns drüber reden. Finde ich cool. Woher, wozu? Wenn Gott beteiligt ist, hat alles, was er anfängt, ein gutes Ende schon in sich. Und dieses gute Ende ist es wozu, wohin? Ich habe mit Manfred vorher mal darüber gesprochen, über heute Morgen. Und dann habe ich so gesagt, da gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen, dieses wohin. Die Bibel sagt da auch nicht viel drüber. Aber es wird was völlig Neues sein und übersteigt alle Superlative und zwar wirklich. Stellt euch vor, es ist nass, es ist kalt, ihr seid bis auf die Haut pitschnass und kommt dann nach Hause. In ein warmes Wohnzimmer. Da liegt eine Decke, da ist was Warmes auf dem Tisch, euer Lieblingsgetränk, eure Lieblingsspeise. Schöne Musik und ihr merkt, da ist jemand, der hat sich Gedanken gemacht und möchte, dass es da, wo ich jetzt bin, es mir gut geht. Mit all dem, was hinter mir liegt. Ist weg. Habt ihr es? Und wenn ihr das mathematisch mal hoch unendlich nehmt, dieses Gefühl, dann haben wir vielleicht einen kleinen Ansatz dessen, wohin es gehen wird. All das, was du an dir erlebst, an Unzulänglichkeiten, alles, was dich einschränkt, alles, was gedanklich dich klein halten will, alles, was du dir selbst antust und anderen, all das wird nicht mehr sein. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber wenn ich dem nachdenke, habe ich das Gefühl, boah, da will ich hin. Das wird nicht mehr sein. Und das Schöne ist, dass dieser Jesus, von dem wir heute Morgen gesprochen haben, alles gegeben hat, damit das möglich ist. Weil mit dir diese Zeit verbringen, dafür gab er alles, weil es sein Ein und Alles ist. Identität. Wir werden immer wieder in die Fallen zurückfallen. Das ist so. Aber wir haben jemanden, der sagt, hey, such nicht an der falschen Stelle. Komm zu mir und bleib bei mir. Und lass dir von mir sagen, wer du bist. Und ich bin davon überzeugt, je mehr ich das höre, wird in mir etwas nachklingen. Weil er genau das anspricht, wer ich bin. Und je mehr ich das höre, werden auch die Stimmen von außen zwar noch da sein, aber ihre Macht verlieren. Und deshalb ist diese Identität so wichtig. Du bist sein Meisterstück. Und das will er zutage bringen. Lasst mich noch mit euch beten. Herr Jesus, ich danke dir für dich, der du uns das zusagst. Ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen ein wenig darüber nachdenken konnten. Und ich hoffe, es war nicht zu viel. Aber ich bitte dich, dass das, was wichtig war für den einen oder die andere heute Morgen, dass es mitgeht. Und ich bitte dich, dass diese Frage nach Identität
nicht ein für alle Mal ad acta gelegt wird, nach dem Motto, ich hab's und ich bin's und das war's. Es ist immer wieder neu wichtig, von dir zu hören, wie du uns siehst. Von dir zu lernen, was es heißt, unterwegs zu sein mit dir. Und vor allen Dingen auch zu merken, hey, ja, manchmal bin ich auch, möchte ich Kompromisse machen. Manchmal traue ich mich auch nicht. Aber enttäuschen können wir dich nicht, weil du das daran festhältst und das rausbringen möchtest, was in uns ist. Und das hilft uns, innerlich stark zu werden, weil du, der Starke, hinter uns stehst. Es hilft, innerlich fest zu werden, weil du Grund unter die Füße gibst. Und es hilft, den Weg zu gehen und immer mehr zu entdecken, was du von mir sagst. Und so bitte ich dich für all die, die heute Morgen hier sitzen und vielleicht Fragen haben, dass sie diese Fragen loswerden. Sich trauen zu fragen. Und vielleicht sitzen auch Leute hier, die mit dir angefangen haben und merken, boah ey, ja, es ist ein bisschen her und es ist ein bisschen wässrig geworden. Danke, dass du da bist und dass du einlädst, zu dir zu kommen, mit all dem, was wir haben, um zu hören, wer wir sind. Von dir, weil du es weißt, weil du uns geschaffen hast. Amen. Lasst uns miteinander singen. Ich weiß, wer ich bin und who am I?
eigentlich war geplant, das wäre in der Kollekte, wollte ich gerne euch für das nächste Lied mal auf Deutsch etwas näher bringen, weil es doch ein englisches Lied ist und vielleicht nicht so bekannt. Es heißt Who am I, wer bin ich? Dass der Herr der ganzen Welt sich meinen Namen merkt, sich um mein Leben sorgt. Wer bin ich, dass der helle Morgenstern mir zeigen will den Weg, auf dem ich mich so oft nur dreh? Es geht nicht darum, wer ich bin, sondern was du für mich tust. Es geht nicht darum, was ich mach, sondern darum, wer du bist. Ich bin wie eine kleine Blume, heute schön und morgen welkend. Eine Welle, schnell verschwunden, ein Dampf in starkem Wind. Doch du hörst mich, wenn ich rufe. Herr, du fängst mich, wenn ich falle, und du sagst mir, wer ich bin. Ich bin dein. Wer bin ich? Meine Schwächen sind vor dir. Meine Sünden siehst du, Herr, und blickst mich dennoch liebend an. Wer bin ich, dass die Stimme, die dem Sturm gebot und jetzt mich ruft, den Sturm in mir beruhigt? Who am I?
im Vorfeld eingebracht haben für diesen Gottesdienst. Danke, dass ihr gekommen seid. Und nehmt es mit, dieses Who am I in der Begegnung mit Jesus zu hören. Du bist mein. Und so lade ich euch auch ein, noch ein bisschen hier zu bleiben, Waffeln zu essen. Aber bevor wir das tun, lasst uns unter den Segen Gottes stellen. Und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Er wende dir sein Angesicht freundlich zu. Er gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Gott befohlen, einen guten Sonntag, eine gute Woche und vielleicht sehen wir uns gleich hinten.